So, alles klar. Na dann würde ich mal sagen, wir folgen dem Auftrag, lass uns in den Dschungel gehen. Das wird bestimmt total super. Nicht. Okay, nehmen wir es mal durch. Hallo ihr Lieben, ihr seid das Begrüßungskommando, das ist schön, hallo. Ich müsste mal durch, dankeschön, das ist meine Eintrittskarte. So, wer seid ihr? Nummer 1, Nummer 2. Das Wakizashi ist einfach ein Traum. Es ist ein Traum, es geht wie ein heißes Messer durch Butter, in dem Falle Zombie. Maybe there's something useful. Okay, gut, wir gehen rein in den Dschungel. Alter, eine ganze Menge von den Punks. Bolzen. Also gegen alle möchte ich jetzt tatsächlich auch nicht kämpfen. Weil ansonsten ist mein Wakizashi natürlich sofort wieder im Arsch. So, tatsächlich werde ich mich gegen die Schreihälse auf jeden Fall wehren müssen. So. So, dankeschön. Okay, vielleicht gehen wir hier nochmal kurz ran. Jawohl. Schnell weg. Okay. So, okay, der wird wahrscheinlich auf mich losgehen. Okay. Okay, die sind mir egal, sind mir egal. Mann, eine Menge von den Flitzern. Was ist los? Habt ihr alle zu viel Energy Drinks getrunken oder was? So, mal schnell mal einen Apfel geklaut. So, get down. Wow. Wunderbar, schön. Okay, hier haben wir die Einheimischen. Jetzt wird es langsam ein bisschen dünner mit den Wissenschaftlern. Jetzt haben wir nur noch Einheimische hier. Eingeborene. Stay down! Obwohl ich eigentlich hieß, dass die ebenfalls so ein bisschen immun sind, also stellenweise, aber wir haben ja halt vorne am Labor auch schon gesehen, okay, dass da der erste Eingeborene lag. Und jetzt kommen uns immer mehr entgegen, also ich glaube, so richtig immun sind die halt auch nicht dagegen. So, aber schauen wir mal. Wir müssen jetzt irgendwie an das Blut der Eingeborenen kommen. Und das werden die uns nicht freiwillig geben. So viel steht mal fest. So, okay, hier haben wir mittendrin irgendwo so eine Karte. Wunderschön, das finde ich gut. Machen wir schon mal was zum Freischalten. So, oh, da haben wir schon eine Tor. Mann des Glaubens, suche einen alternativen Weg zur Höhle. Hm, okay. Stay away. This is sacred ground. Warum klingst du, als hättest du ein Funkgerät in der Hand? Why are you here? Why are you here? I want your blood. Okay, gut, wir müssen einen alternativen Weg suchen. Yo, me not enter. Schauen wir mal, ob wir hier lang können. Oh, auf jeden Fall eine Menge Statuen und Körbe, die wir looten können. So. Da. Das ist bestimmt so, so ein Fruchtbarkeitskult hier. Bestimmt die ganze Zeit nur am Poppen. So, haben wir hier drunter noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay, ich glaube, hier kommen wir. Gut, so kommen wir in die Höhle. Okay, okay, was ist das hier? Was ist das für ein Pit? I am Korytoya Ope, the leader of my people. To stand among us. Hey, Ope. Nö, ich zieh durch, kein Problem. The time has come. Was kommt denn? Was haben wir denn hier? Ach, Besenstiel abgenutzen, hör auf. Was haben wir denn damit? Frucht. Ausgelobte. Ach, da ist Oppe. Könnte ich erstmal so probieren. Wenn die jetzt alle bloß einzeln kommen, dann geht's. So, okay, was schickst du mir noch her? Ah, jetzt komme ich von den Seiten. Ah, ist schwierig.
So kann man es auch machen. So im Sprung. Okay, hier drüben kommen sie gar nicht. Das ist okay, gut. Dann kann ich die auch tatsächlich erstmal von der Innenseite hier alle abgrasen. Ein mega Move, Alter. Widerlich. Keine Frage, aber echt mega das Ding. So, okay, dann kommt ihr jetzt hier. Ja. Das ist tatsächlich sehr komfortabel, dass sie schön nacheinander kommen. Das ist so fair von ihnen. Finde ich gut. Entschuldigung, bitte. Wollt ihr mir gerade noch den Lappen deines Vorgängers hier greifen? Ach nee, es ist Fleisch. Oh, toll bitte. Ah, hier kommt jeder ran. Keine Angst. Oh. Okay, wo kommen wir? Ah, wenn die jetzt so vergast sind, so irgendwie, also gasig sind, dann ist halt blöd. The bigger they are. Then the harder they fall. Hey, 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 entspann dich mal. Oh, okay, gut. Warte mal, pfeif mir mal ganz kurz hier mal ein Midi-Pack rein. So, das Gas macht mir doch ganz schön zu schaffen. Aber euch macht mein Wakizashi noch mehr zu schaffen. Okay. Oh, ist ja. Oh, 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 jetzt muss ich aber hier. Moment. Das ist euer stärkster Gegner? Dann lache ich doch drüber. Hör mal. Aber wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Muss ich erstmal vor Freude eine Frucht essen. Boah, was ist denn los? Na, sag mal. Gerade hat das noch so schön funktioniert irgendwie. Runterfallen lassen und dann niederkicken. So, zack. I'm a great warrior. So sieht's aus, mein Freund. Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so sagen. Du hast unser Blut verdient. Und ihr wisst doch ja nicht, dass ich Blut will. So, okay. Hier kommt mal nochmal Fleisch nehmen. Kann ich diesen wunderschönen toten Schädel als Kette mitnehmen? Als Ohrring oder etwas in der Richtung? So, eine Probe des eingeborenen Blutes. Dankeschön. Wunderbar. Und kann ich jetzt... Wo komme ich denn hier raus? Ah, hier jetzt... hier ist eine Leiter. Okay, alles klar. Dachte, ich mache nochmal einen kleinen Schnack mit Oppe hier vorne. Outsiders. Outsiders. Na, mein Bester? Okay, gut. Er ist nicht sehr kommunikativ gerade. So, wer Come bist du? Close, please. I need Oleander Blossoms. Oleander Blossoms. So we won't become one of them. We can end our lives and leave this earth and go to the dream time. Will you help us? Na klar, na klar. Was? Oleander Blossom. Habe ich schon mal, oder? Oleander grows in well-lit places. So, haben wir was? Haben wir was. Bitteschön. Thanks. If you find more, feel free to bring it to me and I will give you something in return. Okay, cool. Wir kriegen XP dafür. Ah, leider. Haben wir nicht mehr. Okay, gut. Na dann, lass uns doch mal wahrscheinlich zurückgehen jetzt, ne? Kleinen Moment. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück. Auf, zurück zur Basis. So, und wir sind zurück an der Basis. Dann gehen wir mal gleich rein. Und schauen mal, was der Doktor für einen neuen Auftrag für uns hat. Oder anders gesagt, was wir erstmal dafür bekommen hier. Frucht. So. So, Dr. Weiss. Da sind wir. Oder West. You did it. Incredible. Ja. I won't ask how. However, I will need time to do my work. Perhaps you'd be willing to help us out here for just a bit longer? Na klar, natürlich.
So, und wir bekommen gewöhnlichen Schnitter. Hm, naja. Ist jetzt nicht so doll. So, okay. Wahrscheinlich haben die anderen Ärzte nebenan noch was. Oder die anderen Wissenschaftler. So, zack. Ein bisschen was mitgenommen. Zwupp. Zwupp. Hallo, Freunde. Hallo. La Chance. La Chance. Was hast du? La Chance. Achso, er ist es ja nicht. Er ist es ja nicht. Du schüttelst halt einfach bloß deinen Rechner und deinen Monitor. Und klau dir deine Geldbörse. Da kriegen wir nichts, ne? So, okay. Wir haben auch wieder ein Level Up. Na, und willst du? Jawoll. 3000 Dinger. Das ist gut. So, zack. Okay, wir gehen mal kurz nach nebenan und hören uns mal an, was no one else is immune. Frank von uns will. We're running out of aluminum potassium sulfate and its use is crucial to our research. Can you get me that chemical from the warehouse? Das kann ich tun. Das ist ja gleich um die Ecke. I'll see what I can do. I see what I can do. Be careful with it. Alles klar. So, wir schauen uns mal hier kurz nach oben, was du hier hast. Markenchampagner. So, tatsächlich haben wir den allernervigsten Charakter in diesem ganzen Spiel noch gar nicht getroffen. Und zwar ist das Svetlana. Svetlana will nämlich nur Champagne. So, vielleicht machen wir nochmal einen Abstecher an den Strand. Weil die ist halt echt, die ist halt richtig kacke. Die muss ich einfach nur voll dremmeln, ey. So, okay. Wissenschaftler. Ah, ja, hier auch noch was. I could use some help with the research we're conducting. Okay, was we can't really tell whether the drugs actually help the infected. Transformation takes place so quickly, it's impossible to take a proper sample. John and Nick agreed to test the drugs on themselves, but we don't have the results yet. Hm, das ist aber auch sehr riskant. Yes. All right. We managed to lock a few of the infected in the stockroom. You need to draw the sample from their muscle tissue. But hurry, if they mutate any further, it'll be too late. Okay. Besorge die Muskelgewebeprobe infizierter und bringe sie zum Labor. Na, das ist, glaube ich, das können wir alles in einem Abwasch machen. So, okay. Zack, zack, zack. Zahnräder nehmen wir noch mit. So, okay. Taschenlampe ausmachen. Zack. Na nü. Wo will er denn, wo wir hingehen? Ach, hier oben sollen wir hin. Ah, so, so, so. Ach, immer diese sinnlosen Wege. Ich verstehe nicht. Okay, gut. Diesmal sind wir wo hier? Da, ihr Schweine. Achso, warte mal hier. Nee, das ist mein Wakizashi. So, wenn die schon so schön zusammen stehen. You're done. Machen wir so. Die XPs sind leider ein bisschen weniger. Aber scheinbar war da. Was denn? Wo denn? Was ist denn los? Scheinbar war hier noch ein Schläger mit bei. Was gut ist. So, zack, wir sind da. Und wir kümmern uns auch gleich um den Level ab. Ich würde hier nur ganz kurz mal reingehen. Und das mal schnell machen. So, da bleiben wir mal ganz kurz noch. Nee, nach dem Flur. So, hier haben wir noch einen Ausweis. Steht jener vor der Tür? Ja. Hallo! Guten Tag. So, danke schön. Okay. Ah, ein schlechter. Sieht er uns? Hat er uns? Merkt er uns? Ach, ist doch egal. So. So, dann werden wir uns mal durchbreachen. Nope. Ah, komm. Den hättest du zählen können. Hallo! Bin mal hier, um eine Muskelgewebeprobe von dir zu nehmen, mein Freund. Dankeschön. Und hier ist noch irgendwo so ein Pinsel. Guten Tag. So, du machst jetzt mal Augen zu. Go to hell. Go to hell. Und die zweite Gewebeprobe. Und wir haben noch einen Fakt. Wunderbar. Mehr noch was im Schrank? Nö. Hier auch nicht. Muss aber sehr spärlich hier in den Schränken. Haben wir hier noch was? Ah, die Grafikkarte wird noch gemopst.
könnt ihr auch nochmal. Oh, hier ist doch, hier ist ja schon mehr. Hier ist doch. Hör mal. Wir werden sehen, was da wieder drauf ist. So, den Schlechter, den lasse ich hier mal nicht stehen. Er hat auch einfach mal so gar nichts bei. Aber so gar nichts. Wieso? Okay, gut. Dann lass uns mal kurz um die Fähigkeitspunkte kümmern. Haben wir noch irgendeine Position erstmal offen? Ja, hier. Und zwar mehr Schaden mit scharfen Waffen. Gönnung. Zack. So, Hechel, Hechel. So, und ich überlege gerade, ob ich den Auftrag gleichzeitig mit den im Lagerhaus abgeben kann, indem ich jetzt einfach sage, bring noch die Chemikalien mit aus dem Lagerhaus. Mal gucken. So, okay, alles klar. Wir machen das gleich in einem Abwasch. Lagerhaus ist hier vorne. Schau mal. Das wird auf jeden Fall nicht leer sein. Was ist mit dir? Okay, tot. Lebend. Also, lebendig tot, wie man es nennt. So, den holen wir uns. Hene, mene, mu. Großartig, großartig. So, okay, alles klar. Hier kommen wir aber nicht rein. Und zwar müssen wir anscheinend hier... okay, wir müssen Abkürzung. Wir müssen Eingang B nehmen. So, du kleine Naschkatze. So, was ist dein Pappen ran und dann... Du! Boom. Klatschkopfschuss. So, dann schauen wir mal. Bitte sei jetzt hier nicht komplett voll mit Freaks. Ah, da vorne sind ein paar. So, hier haben wir noch ein paar Rechner. Das ist mal wichtig, dass wir die leer machen. Safe. Ein Ausweis. Hurra! Nehmen wir mit. Na komm. Ich find's echt Hammer irgendwie wirklich, dass immer noch der denn so ja aufsteht, der gerade gefressen wird. Das ist so großartig. Das ist schön. Zynisch bis unter Dach, aber schön. So, okay, alles klar. Wir müssen hier so einen Kanister schnappen. Und jetzt können wir natürlich auch nicht kämpfen. So, warte mal. Leg mal nochmal hin, das Ding. Einfach abstellen wäre auch cool gewesen, aber ja klar, schmeiß ruhig einfach hin. So, okay, gut. Damit schwanken wir mal jetzt zurück. So, wir können auch nur gehen. So, ich gehe mal tatsächlich hier lang. Das ist der etwas sichere Weg. Das ist auch der, der angezeigt wird. Schön. Dann laufe ich mal unten lang. Weil wie gesagt, kämpfen können wir jetzt nicht irgendwie und ständig jetzt den Kanister aufheben, wegschmeißen, ist mir auch ein bisschen anstrengend. Hallo. So, okay, alles klar. Die sind aber frei. So, Schlemenzer einfach mal an euch vorbei, Jungs. War ist doch in Ordnung, war, oder? Alles klar, dankeschön. Macht weiter. Ihr seid ein wichtiger, toller Beitrag zur Gruppe. So, hier muss ich jetzt natürlich wieder Hand anlegen. So. Schnapp ihn dir und auf geht's. So, dann sind wir auch gleich da. So, und da habe ich gerade noch einen anderen Auftrag aufploppen sehen auf der Karte. Mal schauen. Wir nehmen jetzt erstmal die Bienenaufträge ab und dann quatschen wir den auch noch voll. Wenn der jetzt natürlich sagt, ich müsste nach oben laufen, dann könnte ich mich ein bisschen ärgern. Irgendwie. Weil ich glaube, der war vorhin auch schon kurz sichtbar. Hat ihn aber ignoriert. So, Mist. Okay. 22 Meter noch. Das schaffen wir. So bei Frank. We're making very good progress, but we can't continue without it. So, wo soll ich denn hinstehen? Freund, ach hier. Bitteschön. Und? That's it. That's it. Yes, you did it. I did it. Todespirscher. Klingt interessant. So, okay, ich gehe mal nach hinten durch. Nein, so. Very impressive. Thank you. Genau. This may furnish a few pieces still missing from the puzzle. Und von dir bekommen wir Raschmagnum.
Jetzt wäre mal die Frage irgendwie, wie weit können wir den Magnum aufrüsten irgendwie? Ich meine, 600 ist jetzt auch nicht so der fette Hit irgendwie. Die Pistole, die wir haben, macht derzeit 1400. Ah, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Okay, gut, vielleicht, wir können jetzt wieder zu Dr. West. Nachdem wir jetzt hier seinen Achsen allen geholfen haben. The pieces are starting to fit together. Ja. Kuru is endemic among the native population here. But the incubation period can take up to 12 years. Many of the natives here have built up an immunity which keeps the virus latent even longer. But this new virus is very different. It goes full-blown within hours. I think I may be able to create a vaccine, but to do so, I need a stable version of Kuru that hasn't yet mutated. Can you help me with that? Nö. Mag nicht, kannst alleine machen. Klar. You must find someone from Ope's clan. Someone who hasn't had any contact with the infected and get a sample of their blood or tissue. Speak with the shaman, because I don't know if anyone like that even exists. All right then. Now you just need to find someone from Ope's clan who hasn't had contact with the infected. And they don't even have to be bloody alive. See, they have a practice here where they embalm the dead, turn them into mummies, right? You just need to find one of these mummies and take a sample. Mm-hmm. Listen to me. Emily is still alive. We still have a chance to save her. Das pure Böse, Kapitel 14. Oh, jetzt waren die Ohren alle wie hier. Meine Güte. Oh, warte mal. Moment. Dr. West hat noch was für uns. Eine Belohnung. Cash. Okay, 4000 Cash. Ich würde gerne irgendwas bauen, irgendwie, damit das Cash nicht gleich wieder flöten geht, wenn ich hier drauf gehe. Ach, jetzt bist du, oder was? I heard, Doc. We devised a formula that can render someone temporarily invisible to the undead. Invisible. It uses a pheromone inhibitor and fools them into believing that you are not among the living. Dann können wir uns einfach einschmieren. To complete the formula, I need a compound called Icaridin. It's highly volatile and we keep it in chemical storage. Do you think you can find some and bring it back? Alter, ich war grad da. Jetzt soll mal was sagen können. I'll Komm mal ein bisschen früher mit deiner Scheiße aus dem Arsch, ey. Ich war grad da. The storage facility you want is behind the main building. Have you even looked yet? Ja, ja. Schau mal, ich guck da, spinnt er. Takt. So, können wir denn ihn ansprechen? Ach nee, das ist wahrscheinlich der Typ, der in der Umkleidekabine steht. So, mal schnell hier. Alles abgegrast. Na nö. Hallo mit Joe. Können wir denn, hast du irgendwas? Was hast du denn? Das ist ja alles gar nichts. Das kannst du ja alles vergessen. So, okay, dann verkaufen wir mal ein bisschen was. Den Dornenschlagring, der ist Tinef, brauchen wir nicht. Gewöhnliche Schnitter, der war auch Arschritze, weg damit. Kraftloser Stock, den heben wir auf, weil der ist geil. Nicht. So, rasche Magnum, weg damit. Ich weiß nicht, also glaube jetzt nicht, dass wir jemals auf die SPS-Zahl kommen, wie wir sie jetzt schon bei der anderen Pistole haben. Von daher, nimm's mir nur Platz weg. So, oder ist es vielleicht sogar der Typ, der hier vorne steht? Nee, ist es auch nicht. Dann sag mal, wer ist denn der mir den Auftrag hier noch heben kann? So, reparieren. Zack. Muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachgucken, wer ist. Es ist der Dude, aber du kommst ja nicht an ihn ran. Doch, indem du die Tür einfach aufmachst. Hello, have you a moment? Ja, klar. If you happen to be near the bungalows, could I ask you a favor? Could you look in bungalow number 3 for my work files? They should be on the desk with my laptop. I was working on protein folding simulations. If you find them, please bring them here. Klar. It would take us days to recreate that data, and we don't have days. Ich glaube, wir haben jetzt genau die gleichen Orte, die wir jetzt anlaufen. Einmal oben wahrscheinlich irgendwie, wo Sebastian ist, und einmal unten, wo das Chemielager ist. Gerade wie wir es gerade hatten, ist doch bescheuert. Wieso? Absolutely.
Great, I'll be right here waiting. Thank you. Wow. Did you find my laptop? Ach, hau ab mit deinem Laptop, Mann, Alter. Willst doch bloß deine Erwachsenenfilme darauf schauen. Obviously. So, okay, was ist mit dir? Können wir dich auch noch anquatschen? Oder wartest du, bis wir denn alles wieder haben? Okay, gut. Nichtsdestotrotz, wir tun's, wir helfen, wir machen's, weil wir sind ja eine hilfsbereite Seele. Und so, ne? Und wollen natürlich den Loot und wir wollen den XP. Eigentlich der Loot ist total Latte irgendwie, weil der ist sowieso für den Arsch, aber der XP-Anteil ist daran jetzt nicht zu verachten. So, Moment. Okay, gut, wir düsen jetzt erstmal schnell hoch und schauen in seinem Bungalow Nummer 3 nach seinem Laptop. So, dann sind wir an seinem Bungalow. Die Frage ist nur, warte mal, kommen wir von oben rein? Da ist eine Kiste. Was ist denn hier? Nee. So, dann sag mal, wo kommen wir denn hier rein? Ah, hier ist die Tür. Okay, alles klar. Guten Tag. So, lasst euch das schauen, ob wir einfach den Laptop haben, irgendwie. Und gut ist. So. Licht anmachen. Jetzt mal noch ein bisschen mehr. So, Portemonnaie mit dem. Wird noch mitgenommen. So, na, weh, du willst das Buch hier unten haben. Dann wird's schwierig. So, Lippe Torp. Scheint aber nicht der richtige Bungalow zu sein, sondern mich hier wieder rausführt. Wie gesagt, die ganzen Wissenschaftler, die klauen alle. Die haben alle geklaut. Überall liegen hier Geldbörsen rum. Ach so, das ist ja nicht falsch. Ich muss noch weiter nach unten. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Na, da freut mich ja. Da folgt mich jetzt hier. Jump'n'Run Action. Okay, da unten haben wir noch so einen Rammer. Könnte mir mal den Spaß machen. Von hier oben mal so einen kleinen Molotow-Cocktail auf den Kumpel werfen. Vielleicht bringt's ja was. Naja, scheint hier nicht so zu jucken. Schade eigentlich. Ach, er kommt zu mir. Alter, was? Triff doch bitte. Dankeschön. So, das hat mal gar nichts gerade gebracht. Das ist ja toll, Alter. So, Bungalow Nummer 3. Das ist natürlich der kaputte hier hinten, ist ja klar. Okay, Zombies sind ja mitgelevelt. Ich kann es jetzt leider nicht mehr mit einem Schlag töten. Das ist traurig. Das macht mich traurig. Wirklich. Egal. So, okay. Wie kommen wir jetzt da rein? Gleich von oben? Ah, sieht gut aus. Alter, ist voll im Arsch sein Bungalow hier. Also richtig. Guckt euch das mal an. So, hier ist auch noch einer in der Ecke. Hallo. Wir kommen ja nicht vorbei. So, zack. Kurz in die Ecke getreten. So, hier ist der Laptop. Ah, was haben wir hier noch? Schönes Periodensystem. Wunderbar. Das passt gut. Okay. Oh, was haben wir hier? Bauplan. Detox-Schrotflinte. Schöne Detox-Schrotflinte. Das ist doch eine gute Sache. So, kann ich jetzt hier einfach raus? Ohne abzustürzen, bitte? Bitte? Dankeschön. Das geht. Hurra! So, was haben wir hier vorne? Ah, ich komme leider nicht rein, das ist schade. Okay, gut, dann müssen wir wieder hoch. Aber vorher noch ein bisschen kurz mal hier schönen Ausblick genießen.